Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Christina Stecklein und dies sind die Themen für Donnerstag, den 13. September. Der Holthofer Ortsrat möchte, dass das Freibad am Dobben schnell saniert wird. Damit das realisiert werden kann, sollen bereits in den Haushalt für 2019 150.000 Euro Planungskosten eingestellt werden. Die Altstadtfestorganisatoren freuen sich über das verlässliche Engagement von Avacon. Das Electric Light Orchestra, performed by Phil Bates, ist einer der 5 bekanntesten Künstler des kommenden Altstadtfestes und wird vom regionalen Strom- und Gasnetzbetreiber gesponsert. Derzeit gräbt sich das Ausgrabungsteam einer australischen Universität durch barocke Überreste der Grundmauern der Burg Wölpe in Erikshagen. Laut Grabungsleiter Frank Wedekind gab es in jüngster Zeit vor allem Funde wie eine Kanonenkugel im Fundament aus dem 12. bis 14. Jahrhundert. Finanziell unterstützt der Landschaftsverband Weser-Hunte die Grabung. Die Politik will nicht mehr. Der Nienburger Stadtentwicklungsausschuss weigert sich, sich in dieser Ratsperiode erneut mit dem Bebauungsplan Hannoversche Straße-Schessinghäuser Weg zu befassen. Schon 9-mal hatte die Verwaltung das Thema auf die Tagesordnung gesetzt und ein Ergebnis hatte es nie gegeben. Es geht um die Frage, ob im Bereich Hannoversche Straße-Schessinghäuser Weg ein Gewerbe-, Wohn- oder Mischgebiet entwickelt werden soll. Erika Poppeck aus Vogtei freut sich über eine ungewöhnliche Ernte. In ihrem Vorgarten wachsen Dutzende Melonen, von denen einige mehr als 15 Kilo wiegen. Zum Sport. 3 Nienburger triumphierten nun beim Maschsee-Triathlon in Hannover. Karl Bittendorf vom Grafen-Schwimmteam, Martin Hitschmann vom RSC Nienburg und Jurek Hegemann vom MTV dominierten die Staffel bei der Volksdistanz. Sie landeten auf Platz 1, ließen 77 Teams hinter sich und waren am Ende 6 Minuten schneller als der Vorjahressieger. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Donnerstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe die Hake weiterverbreitet werden.